Hey Leute, was geht ab? Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute zur allerneuesten Triple Threat Challenge. Ich weiß, dass auf diese Folge schon sehr viele von euch gewartet haben. Ich habe es unter sehr vielen Videos gelesen. Mach doch mal die 10 Autoloader Heavies. Und genau da werden wir heute ansetzen, nämlich Kranwagen AMX 50B und T57 Heavy. Ich muss sagen, im Jahr 2020 gefällt mir von denen allen der Kranwagen am besten, ja, vielleicht nicht am besten, aber ist ganz oben mit dabei. Einfach nur, weil er von den dreien am meisten Panzerung bietet. Und der Kranwagen mit seiner Gun Depression und mit dem Turm kannst du halt sehr offensiv spielen und sehr, sehr gut die Gefechte selber in eine bestimmte Richtung leiten. Das können AMX 50B und T57 Heavy natürlich nicht ganz so gut. Beim 50B gefällt mir die Mobilität sehr, ja, im Jahre 2020 in diesen schnellen, unvorhersehbaren Situationen und Gefechten ist es natürlich super, du kannst dich sehr schnell verlegen. Ja, das fehlt gerade beim T57 sehr. Das heißt, mein Ranking eher so auf Platz 1 und 2, AMX 50B und Kranwagen, je nachdem. Und weit hinten mit ganz viel Abstand der T57 Heavy. Obwohl er mit Abstand die beste DPM hat, ja, und die so eine krasse Feuerkraft bietet, hat er so eine schlechte Mobilität, ja, und so schlechtes Gunhandling, dass ja, ich ihn wirklich nicht sehr als sehr potent betrachte, eher als sehr situationsbedingt. Triple Threat Challenge heißt natürlich wie immer, dass wir nicht auf jede Runde einzeln schauen, sondern auf drei oder auf den Schaden, der nach drei Runden unterm Strich dasteht. Nämlich, ich habe mir ein sehr hohes Ziel gesetzt, aber Heavy Autoloader sind die, die den Damage machen müssen. Wir müssen 15.000 Schaden nach drei Runden dastehen haben. Sprich, pro Runde 5.000 ungefähr. Das wird nicht einfach. Wir brauchen gutes Matchmaking, wir brauchen gute Karten und vor allem gute Teammates. Und ich bin gespannt. Wir werden das Ganze nach meinem umgekehrten Ranking starten. Das heißt, wir fahren erst den T57, dann den Kranwagen und als letztes den AMX 50B. Alright, let's go. Oi, 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 oi. Das schaut tatsächlich gar nicht schlecht aus. Pilsen, dafür bekannt, dass es teilweise zu sehr langen Gefechten kommt, gerade in der Stadt. Muss vorsichtig sein, man darf nicht zu offensiv spielen am Anfang, das ist ganz, ganz wichtig. Sonst viele Heavys, paar TDs. Ist in Ordnung. Schauen wir mal, was hier machbar ist. Bietet definitiv Potenzial für eine 5000 Damage-Runde. Was mich am meisten stört bei dem Tank, muss ich ganz ehrlich sagen, deshalb spiele ich ihn auch kaum, ist diese extrem unzuverlässige Gun. Ne? Auf mittlere Entfernung nicht zuverlässig, auf große Entfernung willst du es gar nicht probieren. Im Nahkampf, naja, geht's einigermaßen, aber da musst du halt die Kanone wirklich schon im Panzer des Gegners drinstecken haben. Wir fahren hier rüber natürlich. Ich loop ganz gerne am Anfang durch die Tore hier durch, der großen Fabrikhalle und schau, was drüben so abgeht. Da kann man den einen oder anderen Clip teilweise schon anbringen. Was ich nicht machen will, ist irgendwie im Hulldown oder so offensiv zu spielen. T57 lebt auch sehr stark von diesem Überraschungsfaktor. Das heißt, ich will mich nicht zeigen. Da drüben steht eine Grille und da steht ein Leopard. Alles gut. Der Leo hat mich auch gesehen. Er will hier tatsächlich gegen mich spielen. Kann er machen. Kriegt er gleich zwei von mir. Sehr gerne. So, der guckt ein Stück seines Hecks raus. So wie es aussieht, will er noch einen machen. Ist okay. Wir warten, bis er zurückfährt. Und zack, das Heck noch getroffen. Ey, top Anfang. Drei Schüsse machen dürfen. Nicht einen einzigen dafür kassiert. Super, besser kannst du eigentlich so ein Match nicht starten. Im Griller T57? Jawohl, die Griller, die Eier da ganz schön rum. Ja, geht auch schon raus. Okay, wie auch immer er das geschafft hat. So, könnte sein, dass der T57 da drüben was versucht. Muss natürlich vorsichtig sein. Hinter uns, der S-Konk ist schon sehr offensiv aus dem Gegnerteam. Leo wird sich wahrscheinlich nicht trauen, da rauszufahren. Er wird jetzt geklippt vom TVP, der einfach durch die Mitte gefahren ist. Okay, ich will dem TVP einfach ein bisschen Backup geben, weil ich mir gut vorstellen kann, dass er da eventuell gepusht werden wird. Da drüben passieren relativ große Trades, passiert relativ viel. Ich würde mich am liebsten umdrehen und versuchen, da hinten den S-Konk und so zu beschießen. Ich glaube, da habe ich am meisten von. Shit, der kann hier durchgucken. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Glück gehabt, dass abgeprallt ist. Das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. So, unseren Jungs, denen geht es noch einigermaßen gut. Okay, ist schon relativ viel passiert, ne? Und ihr seht, durch diese Kreuzfeuer überall auf der Karte fällt es auch gar nicht so einfach,
da mal irgendwo flankieren zu können. Zumindest jetzt noch nicht. Okay, der S-Kong da wird aktiv. Das heißt, ich werde wieder umdrehen und werde versuchen, mich ihm zu widmen. Ja. Ich glaube, der ist gerade dabei, in diese Fabrikhalle reinzupushen. Ja, ich warte, bis er das nochmal macht und dann versuche ich ihm hier mitzugeben. Ich natürlich nicht zeigen. Nimmt die ganze Zeit hier ab, als ob er es wüsste. Aber ich bin ja nicht gespottet. Oder doch? Bin ich doch gespottet? Ah ja, okay. Ich werde mal über die Außen fahren. Mal schauen, was da drüben geht. Gucken, wer hier abaimt. Und die ist mit 15. Oh, das ist ein E4. Okay. Vielleicht dann doch nicht so smart von mir da rauszufahren. Schade, dass mein Einschuss da abprallte. Ich weiß nicht wie. Und der geht natürlich daneben. Ja, das ist für mich der Nummer 1 Grund, diesen Panzer nicht zu spielen. Kanone ist so unbelohnt. Er hätte eigentlich tot sein müssen. Ich habe alles richtig gemacht. Aber RNG hat ihn hier gerade echt hart gerettet. Aber ist okay. Natürlich jetzt blöd, dass der über außen da flankieren kann. Der WZTD da drüben. Bekommt als nächstes von mir. 4 Sekunden, dann bin ich wieder bereit. 1, 2, 3. Und der Leiter drüben, da kommen wir nicht ran. Reload. Nur noch eine AP, ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, diese eine, die werden wir nicht wirklich verwerten können. Aber ist in Ordnung. 3000 Schaden, das heißt, wir haben schon mal sehr gut vorgelegt hier. Und das Gefecht scheint ja, mehr oder weniger ausgeglichen zu sein, obwohl das Gegnerteam jetzt aber hart Druck macht. Okay, der Leiter wird abbrennen, so wie es ausschaut. Und jetzt müssen wir gemeinsam mit dem E4 versuchen, hier zu halten. Ich werde mal versuchen, hier Richtung innen zu covern, also Richtung dieser Fabrik da drüben. Genau, zack, hab ihn. Damit hatte ich gerechnet. So, das Gefährliche ist, dass die Gegner da 2 T-57er drüben haben, die jederzeit sich dazu entscheiden könnten, hier zu pushen. Das Blöde ist, dass wir jetzt überhaupt keine Map-Control mehr haben. Das heißt, ich kann nicht immer dahinter fahren, weil dann können wir vom Feld beschossen werden. Ich denke, wir müssen uns einfach hier einbunkern und halten. Richtung T-57, lass meine 3 Schuss drin, das ist in Ordnung. Könnten ja jederzeit hier rankommen, die Gegner, und da will ich nicht. Nicht genau im Reload hier den Leuten gegenüberstehen. Okay, ich helfe dem E4. Nice, schöner Hit. Vielleicht kriegen wir ihn raus, den 57er. Das wäre natürlich top. Zack, hab ihn. Wer jetzt den Reload starten? So, da drüben haben wir jetzt auch noch den Progetto verloren. Also nicht so geil hier. Aber ich denke, das bedeutet im Umkehrschluss, dass wir eigentlich hier nach vorne pushen sollten. Von wem hast du jetzt bekommen? Das ist die Badget vielleicht hinter uns gewesen. Okay, E4 können wir in die Cupola beschießen. Das ist ganz angenehm. Stun aufheben, damit die Schüsse auch treffen. Sehr gut gemacht. Kriegt Full Clip. Und jetzt hoffentlich den letzten Schuss noch anbringen an den S-Kong. Voll durchziehen. Unterwanne sitzt auch. Schön gemacht, E4. Jetzt Achtung hinter dir. Sorry, ich werde dich jetzt als Deckung nutzen. Das tut mir furchtbar leid, du. Aber anders ging es hier gerade nicht in der Situation. Er hat einen vollen Clip. Also minus 1, das heißt, er kann mich nicht killen. Das heißt, in Ordnung. Ich werde mich trotzdem nicht ihm hingeben. Es ist ganz wichtig, dass alle meine Schüsse treffen. Weil dann kann ich ihn nämlich killen. Okay, sehr gut. Er hat nur eingepennt von seinen Schüssen. Ich nehme ihn auch raus und wunderbar. Somit haben wir das Gefecht hier ja, gedreht, Alter. Ahu! Ja, das ist ideale Kampfentfernung für diesen Tank. Ja, diese 50 Meter, ja, also Proxy-Spot-Distanz. Ja, genau da willst du mit diesem Panzer spielen. Ja, weil auf alle andere Entfernung ist dieser Panzer einfach nur nicht belohnt. Absolut nicht belohnt. Aber ist okay. Wir haben ja das Maximum, denke ich, rausgeholt. Die Arti lebt noch, der EBR lebt noch. Die Arti kann ich gleich mal pingen, die steht hier drüben, EBR. Und ein bisschen Damage könnte man hier natürlich noch rausholen. Ganz wichtig, jeden Damage, den ich hier mache, muss ich in den Runden danach nicht machen. Oder je mehr Damage mache, desto mehr Polster kann ich mir rausfahren. Ja, will ich eigentlich gar nicht auf Entfernung schießen. Oh, was ein Schuss, Alter. War der überhaupt gezielt? Das habe ich nicht dann raus. Okay, da ist die Adi. Können wir da noch ran? Die Adi auf dem Weg ins Wasser. Wer hätte das gedacht? Noch nie gesehen. Aber ey. So, kiste die noch bitte? Schön gemacht.
Schön gemacht. Schön gemacht. Sehr geil. Ja, also, das wäre ja wirklich fast schon T57 Gameplay oder Situation, wie sie im Buche steht. Das heißt, absoluter Nahkampf überall. Genug Zeit, um nachzuladen und auch genügend Deckung, um nachzuladen und in der Zeit nicht gepusht zu werden. Ihr seht schon, ne, ich spiele sehr, sehr defensiv mit dem 57er. Das heißt, ich versuche gar nichts groß irgendwie. Ich stehe einfach nur rum und lasse die Gegner praktisch in mich reinpushen. Und da ist der T57 halt auch am gefährlichsten. Wenn du irgendwo rumstehst, ne, und dich dem Gegner die ganze Zeit zeigst und er immer weiß, dass du da bist, dann werden sie natürlich nicht in dich reinfahren. Ja? Aber wenn du irgendwo hinter Ecken lauerst, dich nicht spotten lässt und so, dann ist es wirklich... Oder ist der Panzer wirklich noch mal einiges stärker, weil dann kannst du die Gegner halt auch überraschen, trotz dieser relativ schlechten Mobilität. Aber wenn du einmal den Gegner überraschst, dann ist es halt sehr, sehr brutal. Props an den EPR, Alter. 6.500 Schaden hat er hier gemacht. Okay. Ja, wie auch immer, aber GG. Okay, next. Kranwagen. Kranwagen habe ich auch noch einen Turbolader verbaut, einfach nur, weil ich ja die Mobilität sehr schätze in der Meta heutzutage. Und beim Kranwagen macht es nochmal einen größeren Unterschied als beim T57, finde ich. Gerade im Topspeed, im Leistungsgewicht merkt man das wirklich und bietet halt ja dadurch die Möglichkeit, sehr flexibel zu sein und halt auch gegebenenfalls wegrennen zu können vor dem Gegner, falls sie da überpushen irgendwo. Alright, eine Arte hier auf Serene Coast. Hm, ich würde sehr gerne nach D1 fahren, müssen wir aber mit einem Team sehr gut abstimmen. Das heißt, wenn ich sehe, dass wir kaum Leute da drüben haben, dann werde ich da nicht hinfahren. Ja, und das ist das Schöne eigentlich am Kranwagen. Ne? Ich bin so flexibel hier. Ich könnte eigentlich überall spielen. Auf der Heavy-Flank, auf der Mate-Flank ist egal. Ja. Und deshalb, denke ich, ist der Kranwagen auch so sehr beliebt. Und ist ja auch so stark. Ja. So, Leute. Auf der C1 kommt ein bisschen was mit. Sehr viele Panzer orientieren sich schon Richtung der anderen Flanke. Hm, nee, das reicht nicht aus. Nope, sorry. Obwohl der E5 noch... Nee. Obwohl Chieftain kommt noch mit. Der war kurz AFK. Da war die ersten 10 Sekunden AFK. Ja, dann will ich es doch probieren. Mit einem Chieftain ist es okay. Aber auch hier, dann haben wir niemanden zum... das ist... Da gehe ich jetzt ein hohes Risiko ein. Ich bereite mir schon mal hinten das Nest vor, falls es dazu kommen könnte, dass wir hier snipen werden müssen. Oh, na, das ist uncool. Das ist uncool. Okay, die TVPs sind aber da hinten. Sorry, jetzt stehe ich den Weg rum. Ja, sorry. War nicht meine Absicht. Sheridan steht auch da rum, Amix ist auch da. Ja, dann würde ich es eventuell gerade versuchen, ne? Ah, die beiden Heavys waren halt... Der eine war erstmal 10 Sekunden AFK. Hätte ich direkt gesehen, dass er mitkommt, dann wäre ich auch mitgefahren. Aber ist okay. Wir sind jetzt auf dem Weg und hoffen mal, dass wir hier in der Anfahrt nicht geerntet werden. Okay. 277 kann uns gar nichts, wenn wir hier halt da und stehen. Genauso wenig kann uns das 430U. Bevor wir hier uns sehr in Acht nehmen müssen, ist die RT. Ich sehe, dass ich nach rechts auf die TVPs schießen kann, aber die sind natürlich jetzt erstmal irrelevant. So, moin. Okay. Fragt nicht, wo diese Schüsse hingehen, Leute. Ich weiß es nicht. Ja, jetzt sind wir hier halt zahlenmäßig stark unterlegen und wir haben leider auch keinen Sniper. Und die gegnerische RT ist drauf. Aber ist okay, der Reload von diesem Tank ist so extrem schnell. 57er zu fokussen wäre natürlich gut, ne? Ja, X schon wieder abgeprallt. Okay, also ihr seht, ich muss meine Schüsse ein bisschen besser zielen. Habe jetzt schon nur Hälfte der Shots hier gemacht aus den ersten Clips. Der E5 ist da ein bisschen weak, weil er alleine ist. Ist aber okay, wir sind gleich wieder durchgeladen. Das macht den Kran auch so krank, ne? So krank stark. Ich will den E7 eigentlich noch nicht vertreiben. Ja, das war... Das war klar. So, aber jetzt haben wir den auf... Können wir den auf Kette stellen, die E7 hier. Wunderbar, genau so. RNG, please. RNG, please. Okay, wieder nur 2 von 3. Ist aber okay, jetzt lade ich Heat. Ganz, ganz wichtig. Ich hätte halt jetzt schon 4 Cut-Damage haben können, hätte ich meine Schüsse mal angebracht. Aber ey, my bad. Ich kann dich nicht wirklich shielden, E5. Oder ich will dich auch nicht wirklich shielden. Boah, unsere Arti, du. Brutal. So, rechts pieken will ich eigentlich gar nicht, weil da kann ich sogar aus der Base beschossen werden von den TDs. Das heißt, ich werde versuchen, den Leuten hier drüben zu helfen. Schulterplatte geht nicht durch. Ihm einen in die Seite, ihm... Können wir noch einen rein hier? Noch einen in die Seite, er ist raus, sehr gut. Und jetzt lade ich wieder APCR. Und wir werden die E7 hier überpushen. Ich nehme den Einschuss in Kauf, das ist okay. Ich muss ja bloß vorwärts kommen, ne? Die Gegner sind jetzt am anderen Ende der Karte.
Es geht jetzt darum, so schnell es geht, Richtung Gegner zu fahren. Einen habt ihr gemerkt, die ganz klare Schwäche dieses Panzers ist wirklich der Durchschlag auf der Munition. Standard sowie Premium-Munition. Okay, beide TDs sind da drüben, muss ich mir also keine Gedanken machen, dass sie hier in der Base irgendwie stehen könnten. Und jetzt ist ganz wichtig, dass wir mindestens noch einen vollen Clip machen. Damit ich mit dem AMX 50B da nicht 20 Millionen Schaden machen muss, um das Ganze hier irgendwie noch zu beenden. Siegreich zu beenden, meine ich. Ich fahre gleich rüber. Ich weiß sehr wohl, dass da drüben der TVP eventuell im Halldown stehen könnte. Ja, da ist er. Ist auch gespottet. Ist aber in Ordnung. Ich kann ja auch in den Halldown fahren, und da macht er gar nichts. Und so wie unser Chieftain langfährt, wird er den da auch gleich spotten. Das war, glaube ich, die Arti, die gerade auf mich geschossen hat. Da ist er, der TVP. Voll durchzielen. Eins. Okay, wir haben zwei gemacht. Ist okay. Ich würde sagen, ich fahre wieder hinten rum, ne? Da lebt die Arti, das kann der Chief den alleine machen. Ich fahre hinten rum und versuche die Leute hier rauszuholen. Sheridan und Leopard standen hier. Kriegen wir auch hin. Sheridanius, One-Shot. So, am FV ist vielleicht noch was dran, am Leopard hoffe ich auch. Leo Star, oh ja, da ist noch eine Menge dran. Don't do it, ist okay. Kann leider nicht auf ihn schießen, weil der FV mich hier abaimt. Können wir uns riskieren, mal den FV so zu pieken über den Stein drüber. Tja, wir spotten ihn tatsächlich nicht durch diese ganzen Büsche und Bäume da drüben. Besser. Okay, ich glaube, ich habe ihn ein- oder zweimal sogar blind getroffen, weiß ich nicht. Aber davon hängt jetzt ab, ob wir die Runde im Plus oder im Minus landen werden. Ah, schade. Ich habe am Anfang, ja, teilweise schlechtes RNG oder auch schlechtes Aim, sehr viele Schüsse daneben gehauen, nur die Hälfte meiner Schüsse verwertet. Und das ist ganz wichtig beim Autoloader. Lieber eine Sekunde länger Zeit lassen und dafür aber sicher gehen, dass der Schuss auch trifft. Ganz, ganz wichtig. Wirklich ganz, ganz wichtig. Okay, und ich habe ihm tatsächlich zwei Schüsse blind gegeben. Das heißt, wir sind bei fast 5000. Uff, ja, das heißt, 50B muss jetzt zwar gut regeln, aber der Druck auf ihm ist nicht ganz so hoch. Dann, let's go, AMX 50B. Fahr den tatsächlich ohne Turbolader, weil ich finde, er ist schnell genug, um in der Meta mithalten zu können. Dafür aber mit Richtantrieb, mit Lüftung und mit Drehstabilisierung oder ich vergesse den Namen des Equipments immer. Dieses Drehdings da. Drehmechanismus heißt es. Um halt das Gunnerling so gut es geht zu verbessern. Okay, gegnerisches Team haben AMX 50B Platoon. Vor dem muss ich mich sehr, sehr in Acht nehmen. Ich werde sofort APCR laden, sorry Leute, aber das ist, ja, was rechtfertige ich mich da für Premium-Munition zu schießen? Das. AMX 50B, die APCR ist die einzige Munition auf dem Tank, die einzig wahre. AP kann's vergessen. So, ich könnte auf den Hügel fahren, ich muss aber sagen, ich mag den Hügel nicht wirklich auf der Map. Aber ich glaube, das wäre sogar hier in dieser... Ja, in diesem Match die beste Option, da wäre ich jetzt. Da fahre ich auch. Ja. Geht mir nicht darum, da direkt zu kämpfen, sondern eher unsere Leute zu covern, hinten von dem Halldown auf C0. Und wir haben kaum jemanden, der Richtung Hügel fährt. Uff. Aber okay. 50B auf Himmelsdorf ist eigentlich auch optimal. Wir haben gerade sehr Glück mit den Karten, muss ich sagen. Das ist wirklich extremst lucky. Das ist eigentlich so die OG-Map mit einem der OG-Autoloader. Und auch hier ganz wichtig, nicht zu offensiv spielen, lieber die Gegner kommen lassen und die Gegner überraschen. So, kommt auch ein bisschen mehr, als ich gedacht hatte. Also, wunderbar, passt. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich direkt hochfahren möchte, weil ich kann da die Leute auf dem Bahnhof, im Bahnhofsgelände beschießen. Bin ich schon spotted. Ist aber okay, dann werde ich hier weiter im Halldown spielen. Ist in Ordnung. So, der M60 hat da so eine schöne Kuppel oben drauf. Gegnerischen 50s werden wahrscheinlich auch hier auf dem Hügel oben stehen. Könnte ich mir zumindest sehr gut vorstellen. So, und jetzt würde ich gerne mal runtersnipern hier vom Hügel, weil da gibt es eine Menge Ziele da unten. Ah, der E4, da sind die beiden AMX. Oh, Vorsicht, Objekt, ganz, ganz vorsichtig.
Das sind zwei 50Bs, die sehr gefährlich sein können. Wow, okay. Ja, gefällt mir hier überhaupt nicht, ne? Deshalb hasse ich es, auf diesem Hügel hochzufahren. Ja, ich muss schauen, dass ich hier schnellstmöglich runterkomme. So, Zenturian, wäre cool, wenn du mich covern könntest. Er trackt mich nochmal, sehr guter Schuss von ihm. Das wird sehr schmerzhaft sein jetzt hier. Er trackt mich auch nochmal. Oh, M60 auch nochmal, aber ich kann reparieren. Wenn ich Glück habe, entkomme ich. Danke, Zenturian, dass du überhaupt nicht für mich tankst. RIP. Ich hasse es, auf den Hügel zu fahren. Nee, ich fahre nie wieder auf den Hügel. Das ist so geil. Ich fahre nie auf den Hügel, ne? Never ever. Und dann denke ich mir, vielleicht jetzt. Und es geht natürlich wieder endet in einem absoluten Desaster. Ich könnte da achter Linie sehr gut ernten. Merken, Hügel auf Himmelsdorf, absolut ätzend. Ja, gerade gegen Autoloader Platoon. Yikes. Was ein absolutes Desaster, Alter. Holy shit. Ich weiß nicht, was hier schief lief, aber auf dem Hügel, du. Holy fuck. Unsere Leute waren instant tot alle auf dem Hügel, ne? Und hätte ich es da überlebt, vom Hügel runter, hätten wir safe die 5K gemacht. Safe. Ne? Hätte sich so viel Möglichkeit geboten, das zu ernten. Aber ich denke, Leute, wir probieren das nochmal mit dem AMX50B. Geben wir ihm noch eine Chance. Mit so einer Runde hier rechnet man natürlich nicht. Und mit so einer Runde möchte ich das Video auch nicht beenden. Deshalb das Ganze hier nochmal. Von vorne. Ja, Lakeville. Okay. Definitiv. Bietet definitiv Potenzial. Ja. Leute, nochmal. Himmelsdorf, ne? Ich hasse mich dafür, auf den Hügel gefahren zu sein. Ich weiß nicht, ich bin in den letzten 10 Jahren nicht einmal auf den Hügel gefahren. In einem Random-Gefecht. Und hatte immer super Runden. Jetzt fahre ich einmal auf den Hügel und dann passiert das. Ich hasse mich gerade selber. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Alright, aber in die Stadt. Ich hoffe, unsere Leute sehen das auch so, dass die Stadt cool ist. Ja, und ich sehe so viele Leute, die hier ins Valley fahren und denken, ja, zwei Artis, ja, die lasse ich doch gerne auf mich ballern, permanent. So mag ich das. Also ich hoffe wirklich, dass die Leute hier in den Hügel, auf den Hügel, sage ich schon, in die Stadt fahren. Weil da zählt und da wird das Gefecht gewonnen oder verloren. Wenn ich so Leute sehe mit E4 und 277 ins Valley fahren, dann weiß ich direkt in der ersten Sekunde, wenn ich das sehe, dass sie ihren Panzer 0,0 verstanden haben. Ja. 0,0. Kennen die Stärken und Schwächen ihres Tanks. Aber gut. Jeder Spieler macht das so, wie er das gern möchte. Dann haben wir vielleicht auch bald schon das erste Ziel. Kleine Ratte von Amix 1305, okay, er geht raus. Ja, nö, jetzt haben wir schon die Situation, die ich so absolut hasse, warum die Karte auch sehr oft bei mir gebannt ist. Es fährt niemand in die Stadt. Im Valley, naja, ich meine, es sind zwei Artis im Spiel. Das heißt, dass unsere Leute da pushen werden, ist relativ unwahrscheinlich. Und jetzt stehen wir hier blöd rum, ja. Führt eigentlich dazu, dass ich mich direkt rausziehen muss, in der Base campen muss und deshalb einfach nur von hier hinten spielen muss, ja. Ich hasse es, finde es absolut ätzend, aber so ist es halt, ne? Man muss sich anpassen. Selber in die Stadt zu fahren und sofort zu sterben, bringt halt nichts, ne? Da hat niemand was von. So, es gibt hier diese Lücke, aus der man in die Stadt feuern kann. Das ist die hier. Werde ich mich mal bereit machen. Vielleicht sind da schon Gegner am Start oder werden bald Gegner am Start sein. Da ist der erste, das Objekt. Viele Leute wissen, dass diese Ecke hier einschießbar ist, deshalb halten sie da sehr viel Abstand von. Oh, schade. Ich sehe gerade, ich habe auch AP geladen. Uff. Ah, die Gegner scheinen niemand im Valley zu haben, deshalb pushen die Gegner, unsere Leute da gerade heftig. Scheiß drauf, soll ich da jetzt mitfahren oder was? Ach Leute, so ist die Map doch nicht konzipiert. Ja, naja, es wird halt wahrscheinlich so sein. Ach, es ist schon wieder ein absolutes Desaster. Ne, da, wo der 60 TP steht, er wird praktisch unkillbar sein. Wenn er es richtig hat, weil Gegnerteams gut macht, stehen hinten zwei TDs, stehen die Artis da hinten. Gut, die eine hat es nicht weggeschafft, aber die andere. Und du kannst da nichts mehr machen. Das heißt, es stagniert da relativ schnell. Und das Ganze jetzt von hier hinten zu spielen ist halt blöd, weil AMX50B ist kein Sniper, ja, der auf große Entfernung besonders effektiv ist. So ist es. So funktioniert dieser Panzer einfach nicht. Wir müssen versuchen, unserem 60 DP jetzt so gut es geht Backup hier zu geben. Noch. Alles klar. Immerhin einen verwertet. Keine Ahnung, was mit den Schüssen los war, aber okay. Immerhin einen von 4. Besser als keiner. Ja, und unsere Leute werden da nicht vorankommen. Das schätze ich als ja unwahrscheinlich ein. Oh, die IS-4 hier sieht sehr lecker aus. Und unser 60 TP muss gucken, dass er da so lange es geht überlebt.
Ja, die ganzen Leute, die in die Mitte gefahren sind, sind alle tot. Unser E4-Platoon ist auch tot. Mensch. Alles schön. So, 60er. Es wäre cool, wenn du vielleicht spotten würdest. Das wäre sehr, sehr angenehm. Hätte ich auch was zum Beschießen. Hm. Sehr viele Bäume und Gebüsche hier im Weg, ne? Deshalb sieht er da auch nichts. Da ist der STB. 140er ist auch drüben lang gefahren. Ja, das ist sehr smart. Schauen, inwieweit mich die Gebüsche hier decken können. Okay, ich gebe ihm ein. Zwei. Okay, ein gemacht. Auch ein eingesteckt. Ist aber in Ordnung. Ist okay, ist okay, ist okay. Ja, ne, und es ist genauso, wie ich es prophezeit habe. Geht es dann auch aus. Ich habe die Map so oft gespielt und weiß einfach, wie sie funktioniert. Und ja, so ein Valley Push endet in 9,99999 von 10 Fällen genau in diesem Desaster. Und wir können halt jetzt auch nicht gegenpushen hier oder irgendwie uns aus dieser misslichen Lage befreien. Aber wir können auch ein bisschen Damage fahren. Darum geht es ja hier auch. Eins. Zwei. Schön. Drei gemacht. Sehr gut. So, ich habe noch einen für den TN-100 drin. Okay, da prallen wir einfach mal dran ab. Alles klar. So, ja, unser Team ist jetzt hier völlig tot, weil wir haben natürlich auch hier niemanden gehabt, um die Gegner da zu stoppen. Fahren hier hinter, schauen mal, was hier so geht. Ich hasse WoT-Spieler echt dafür, dass es nicht raffen, wie die Maps funktionieren, ne? Ich meine, ist ja nicht das erste Mal, dass die Leute Lakeville spielen. Wahrscheinlich auch nicht das erste Mal, dass sie komplett auf den Sack kriegen, indem sie Valley fahren, aber, ja, ne. Lernen ist dann halt doch freiwillig. Ja, wunderbar. Das war genau die Runde, nach der ich geguckt hatte. Liebe E4s, Props an euch, ihr habt eure Tanks verstanden, sehr gut. Und auch alle, die ans Valley gefahren sind, löscht euch. Alright, Leute. Gut, ich denke, die Challenge ist somit gescheitert, leider Gottes. Aber ich denke, früher oder später, das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen, wird es deshalb eine Revanche geben. Und 15k Damage in 3 Runden mit diesen Tanks ist definitiv möglich. Und ja, das wird früher oder später nochmal eine Version 2 von dieser ganzen, Folge geben. Alright, Leute. In dem Sinne, danke euch fürs Dabeisein, danke fürs Zuschauen. Einen Kommentar nicht vergessen, eine Bewertung nicht vergessen. Und wir sehen uns zum nächsten. Bis dahin. Peace.